Start frei. Noch 50 Meter bis zur Startmark und das war der Start mit einigen Luftsprüngen. Beginnt hier Spencer Davies, die Startnummer 6, springt hier sehr, sehr giftig und ist hier fahrerlos geworden. Aber da hat hier jetzt Jan Thijs de Jong alles gebacken, also wirklich eine artistische Einlage. Also ich muss sagen, ich hatte ja in der Startphase schon gesehen, dass der einen Fehler macht, aber so springen habe ich ein Pferd noch nie gesehen. Also der stand ja, der war ja praktisch mit allen vier Beinen in der Luft, also das sah schon richtig kriminell aus, dass das dann Jan Thijs de Jong noch geregelt bekommen hat, ja und ab. Das wollte ich gerade sagen. Also so, und damit ist der Start dann auch wieder frei. Pferde ordnen sich erneut ein. Crystal Lecon, die 1, Robin Bob, Stanley, die 2, Michael Lutschek, Merillions Best, die 3, Inter Boston, Nozno und Newport. Die 4 mit Thomas Boss, Theoride Armer, die 5, Ralf Oppold, dann Spencer Davies, die 6, Jan Thijs de Jong und AJ's Kavia, die 7, Tom Kreumann. Jetzt der Start vom Kreis von Emotion an der Außenseite mit Schweifriemen tritt er dann jetzt auch glatt ein mit Spencer Davies. Der geht jetzt nach vorne, das Ganze im Trab an der Außenseite, setzt dann AJ's Kavia nach. Der Wallach macht die Fahrt, führt hier mit 3 Längen das Feld an, dahinter AJ's Kavia in der 2. Position. Etwas zurück sehen wir dann Stanley, 4. Position, dahinter dann für Diomede Ama. Und so sind die Pferde dann jetzt vor Publikum mit der Führung bei Spencer Davies. Der Wallach bleibt vorne, hat das Tempo jetzt herausgenommen. Die erste Durchgangszeit läuft 1:13:1, die zweite Zwischenzeit kommt dann in der Zeiten. Und dann jetzt nach der Schlussrunde mit Spencer Davies an der Tett. Dahinter ist es dann die zweite Position AJ's Kavia. Stanley folgt innen an der Außenseite, da setzt dann jetzt Diomede Armer nach. Weiter innen ist es No Norden. Der dritte Zwischenzeit von 1:16:4 und vorne wechselt dann jetzt auf Spencer Davies. Da hat jetzt Jan Thijs de Jong Probleme und Mühe, hier den Wallach auf den Beinen zu haben. Der bleibt aber noch vorne. Dahinter ist es dann AJ's Kavia. Der versucht eine Attacke, aber vorne hat sich dann jetzt wieder Spencer Davies gefangen und der ist vorne und bleibt dann wieder vorne gegen AJ's Kavia. Ritter, dann an die Innenkante, denke ich mal, Kilometer Hammer. Wenn im Außen in 2 am Turm ist, ich weiß es nicht, gehört aber nichts. Und dann noch kurz, genau, und so tun, als wenn gar nichts wäre. Also, das ist schon noch. Auf das Pferd. Ja, klar. Über ein bisschen das Pferd. Ja, oder so? Ich glaube, Jan auch. Ja, ja. Geh rein. Ja,
Da war eine sehr, sehr schöne letzte Halbe, die war 9,5, meine ich. Und ja, ich finde, wenn man jetzt sich das mal überlegt, du fällst runter, du hältst ihn fest, es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert und du gewinnst dann trotzdem noch das Rennen, das ist schon ein ganz, ganz feines Pferd. Hoffentlich geht es die nächste Mal auch ein normaler Mini. Das würde ich auch hoffen, ich drücke dir die Daumen. Herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Und einmal bitte Ihren freundlichen Applaus für Jan Theis, Leon, Spencer.